Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Bildschirmkontrolle. Und ich muss sagen, so seriös habe ich Sophia Tomala selten auf ihrem Profil heute gesehen. Und das liegt daran, das ist gar nicht sie, das ist Armin Laschet, neuer CDU-Vorsitzender, heute gerade frisch gewählt, damit auch ganz heißer Kandidat auf die Kanzlerkandidatur. Und Sophia Tomala fand das ganz gut, obwohl sie Friedrich Merz auch gerne gesehen hätte. Und Armin Laschet nicht verwechseln mit seinem Sohn, das ist Joe Laschet. Hier, der coole junge Mann, der einfach einen gewissen Style hier verkörpert. Das ist Joe Laschet, hat auch dafür gesorgt, dass Papa einen ganz guten Deal wohl mal zu ein paar Masken gemacht hat mit einer Firma in NRW, aber das sei dahingestellt. Aber wenn ich Joe Laschet, dieses coole Megamodel, so sehe, da denke ich mir, sag mal, das sieht ja fast genauso aus wie er hier. Ja, sind aber zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das hier ist Michael Wendler, der total durchgeknallte mittlerweile, der sich auf Instagram noch auskotzt, aber er hat es angekündigt. Jeder kann was tun. Aus Protest gegen die Zensur der Tech-Konzerne solltet ihr diese Plattform sofort löschen. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Also ihr solltet die löschen. Also löscht jetzt bitte Facebook und Twitter zu Hause. Ihr müsst einfach auf www.delete-facebook/google. Dann sind die alle weg. Und die Portale sind die Zukunft. Telegram, Signal, Rumble, Gab. Und natürlich für Laura auch Baby Gab. Nicht zu verwechseln. Und er wird handeln oder in den nächsten Tagen meine privaten WhatsApp, Twitter und Facebook-Konten löschen. Das wäre geil. Dann müssten wir deine Scheiße nicht mehr ertragen. Denn jetzt wird es immer durchgeknallter und abstruser. Denn er kündigt ja jetzt schon einen neuen Kanal an und erklärt uns auch nochmal aus seinem Pickup im Philipp Plein Shirt, warum diese ganze Corona-Geschichte überhaupt ins Laufen gekommen ist. Der Staat will uns versklaven. Glaubt ihr nicht? Michael Wendler, he know it first. Moment. In den USA, ich hoffe, euch geht es gut. Neues aus Absurdistan. Die Bundesregierung, die Deutschland bereits schon seit mehreren Wochen in den Lockdown geschickt hat, obwohl viele Fachleute und sogar die WHO davor gewarnt haben, hat nun fest, dass dieser Lockdown gar nichts gebracht hat. Mit der Konsequenz, dass man natürlich den Lockdown verschärft und sogar noch verlängert. Meiner Meinung nach, Achtung Meinungsfreiheit, dient der Lockdown nur dafür, den An- und die Kleinstunternehmen zu vernichten und natürlich auch die Künstler. Alle sollen in irgendeiner Weise dann staatlich abhängig werden, um sie vielleicht besser kontrollieren zu können. Es ist ein Wahnsinn. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und da können einem schon mal die Augen zufallen vor so viel geballter Scheiße, die du erzählst. Also die Bundesregierung, also dass wir dich verhindern wollen, das ist schon mal klar. Aber die Bundesregierung hat jetzt, also weltweit, von langer Hand haben die Staaten geplant, alle zu verstaatlichen und auch die Kultur. Deswegen hat man Corona in die Welt gesetzt. Das ist aber also ein sehr perfider Plan. Also wirklich, also muss ich sagen, stark. Das sind die neuen Avengers. Also was die alles da machen, die versklaven uns ohne Ende. Aber mal das Gute ist ja, dass du da in Amerika wirklich nochmal Glück gehabt hast. Und jetzt machst du ja sogar deinen neuen Nachrichtenkanal auf, dieses W. Nochmal ganz kurz, wofür steht dieses W eigentlich? Das W für Wendler steht übrigens jetzt für Wahrheit und für Widerstand. Und natürlich für Witzfigur und viele andere so schlimme Wörter, die mit W anfangen. Und selbst du bist ja immer noch der Überzeugung, obwohl am Mittwoch Amtseinführung ist, Donald Trump bleibt natürlich Präsident. Ich habe auch, weist dann nur auf deinen Telegram-Kanal hin, ich gehe auch davon aus, dass die neuen Elvis Presley Live-Termine dort sind und auch wann das Bernsteinzimmer wieder zu begutachten ist, wann man die Reise nach Atlantis buchen kann. Und ich wollte schon immer mal eigentlich wissen, ob Hitler noch lebt, weil das werdet ihr höchstwahrscheinlich in eurer Telegram-Gruppe ja da intensiv diskutieren. Jetzt geht's aber weiter. Du hast dich wieder mal in deinen geleasten Pickup-Truck gesetzt mit deinem Philipp Plein-Shirt, wo auch mittlerweile Philipp Plein wirklich gerichtlich gegen vorgehen sollte, dass du noch überhaupt diese Shirts anziehen solltest. Aber es passt eigentlich ganz gut zueinander mit der Marke. Und jetzt sitzt du da im Pickup-Truck und jetzt geht's weiter, weil viele Leute schreiben dir angeblich E-Mails. Schönen guten Morgen aus den USA. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr Lieben, ich bekomme so viele E-Mails von euch, immer wieder mit denselben Fragen. Micha, wie geht es weiter? Was können wir tun? Wie können wir uns vorbereiten? Wann kommst du nach Deutschland? Wann zahlst du deine Steuern? Euch in den nächsten Wochen immer mal wieder so zu posten.
die ihr euch kaufen könnt, um euch vorzubereiten. Ah. Zum Beispiel auf verschärfte Lockdowns, auf Supermarktschließungen, Stromausfälle, alles Mögliche. Und das sind sehr, sehr wichtige Sachen und die solltet ihr auf jeden Fall zu Hause haben. Haltet euch auf dem Laufenden. Bis später, euer Micha. Micha, du kleiner Volltrottel in deinem geleasten Wagen. Er weiß schon mehr. Leute, das ist das Spiel mit der Angst. Es geht demnächst richtig los. Die Supermärkte machen zu, Stromausfälle, Tsunami, Erdbeben, dann Froschplage. Also wie schon gesagt, und wer sich nicht an die 10 Gebote hält, der hat sowieso schon mal verkackt. Es geht also wirklich jetzt los und Michael Wendler hat da wirklich das, wenn wir sterben sollten, was brauchen wir? Jetzt vorsorgen mit Pumpernickel. Schwarzbrot aus der Dose, das ist das, was uns auf jeden Fall am Leben erhält. Ja, ist gut für die Verdauung, also Stuhlgang ist gesichert, aber dieses Pumpernickel aus der Dose, stark, super gut hier. Was kostet das denn? Oh, das ist ja relativ, ist ja ein Schnäppchen, 39 Euro so eine Dose. Da muss ich direkt mal zuschlagen. Und es gibt noch mehr, Notnahrung, NRG5, Emergency Food. Ja, die wichtigsten Sachen sind da drin. Also Militär und Marine nimmt das, Notverpflegung, da ist alles drin, so ein Müsli-Riegel und so. Da kannst du dich wirklich geil mit verpflegen. Was kostet das? Geht eigentlich, 179 Euro so ein Karton. Ist eigentlich hinterhergeschmissen. Dann hat er noch was, schütze dich und deine Familie. Ja, das ist der Mann, der steuerlich gesucht wird und auch von denen bestimmt ein paar E-Mails bekommt. Ganz wichtig. Und dieses BPER ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Es schmeckt sehr gut, süß und ist für jeden, auch Kleinkinder, bestens geeignet. Und das ist eine 2-Tages-Ration, könnt ihr haben. Na, was kostet wohl die Box für zu Hause? Überlegt euch das. Für Ostern steht vor der Tür mit der ganzen Familie so eine Notbox und dann noch ein bisschen Pumpernickel. 209 Euro. Und das ist alles von, man kommt auf so eine Seite von so einem komischen Verlag, Kopfverlag. Kopf. Ja, ich glaube, wenn man was am Kopf hat, dann ist man auch bei diesem Verlag. Und da habe ich mal so ein bisschen nachgeforscht und das wurde mir auch geschickt. Hier, das ist das Logo, das ist der Kopfverlag. Was ist denn dieser Kopfverlag? Was machen die denn da? Und ja, auch so viele Kundenbewertungen, 136.000 Kundenbewertungen. Alle sind begeistert. Alle sind begeistert von diesem Pumpernickel. Und der Kopfverlag, das ist ganz interessant, wenn man ein bisschen googelt, ist ein Verlag, der vorwiegend, ja, ich sag mal, medienkritische, gerne auch rechtsradikale Tendenzen auch in rechtsradikalen Magazinen wirbt und das ein oder andere Problem hat. Ja, außerdem gab es auch eine Negativauszeichnung schon, das Goldene Brett 2014, weil man auch mit Parawissenschaften sich auseinandersetzt und den Goldenen Alu hält. Der Kollege Kopp, dem der Verlag gehört, sehr scheu, möchte nicht gesehen und erkannt werden. Aber es gibt einen sehr interessanten Beitrag von ZAPP, dem Medienmagazin, schon 7 Jahre her. Aber schon da hat man mit den Ängsten gespielt, weil man gerade auch so ein bisschen die Rassismusschiene mal gefahren hat. Motto des Verlages? Bücher, die Ihnen die Augen öffnen. Von Ufologie über dubiose Heilmethoden bis zu Verschwörungstheorien ist alles vertreten. Etwas weiter hinten im Verlagsprogramm finden sich Bücher, die oft eine revanchistische Sicht auf das Dritte Reich anbieten. Literatur am Rande der Legalität, alles im Schutze der Meinungsfreiheit. Auf der Internetseite des Kopfverlages fand sich lange Zeit ein eigenes Nachrichtenportal. Ach. In seriösem Stil verlas Ex-Tagesschausprecherin Eva Herrmann Meldungen der besonderen Art. Auf Deutschlands Straßen sollen Geldtransporter mit Ladungen der neuen D-Mark, der DM2, unterwegs sein. Ja. Das melden verschiedene Blogs. Habt ihr nicht gesehen? Die Transporter seien in hellem, auffälligem Grün lackiert, die stets vollbesetzte und unauffällige Forstfahrzeuge im Gefolge hätten, heißt es. Für Leser, die keiner Währung mehr trauen, hält der Verlag reichlich Ratgeberliteratur bereit. Es sind die Ängste der Menschen, die den Umsatz steigern. Und Kopp kurbelt sie an. Selbstverständlich kurbelt sie an, denn momentan ist ja eine Zeit, wo man Angst haben sollte. Wie schon gesagt, auch der Verfassungsschutz hat sich schon mit dem ganzen Verlag auseinandergesetzt. Und Eva Herrmann, wie schon gesagt, ist da ja auch tätig gewesen, hat diese Nachrichtenmagazine da gesprochen. Und sag mal, Eva Herrmann, das ist doch diese Eva Herrmann, die eigentlich unter dem Codenamen Eva Braun nur noch fungiert, die kenne ich doch irgendwo her. Hat die denn Themen, sondern auch gesprochen? Es, wie du gerade gesagt hast, es geht um Verantwortung, es geht darum, anderen Menschen helfen zu wollen. Das hat mich gerade so ein bisschen erinnert an Martin Luther, gesagt hat, hier stehe ich und kann nicht anders. Denn der ist ja auch gegen den Mainstream, gegen die Kirche damals vorgegangen. Der deutsche Martin Luther, Michael Wendler. Ist das so ein Gefühl? Ich kann einfach nicht anders, ich muss das jetzt machen, weil ich ansonsten mich selber verraten würde?
Also selbst wenn ich kein Geld mehr habe und mit meinem letzten Hemd hier stehen würde, ich würde weiterkämpfen. Das geht einfach nicht. Was hier passiert, ist großes, großes Unrecht. Und viele Menschen sind in ganz großer Gefahr. Und du vorneweg. Ja, Eva Herrmann, wie schon gesagt, die hatte sich mit ihm hingesetzt und hatte dann dieses Interview gemacht. Damals hat sie ja noch Nachrichten gelesen und ich habe mir das auch wirklich mal angeschaut. Es gibt noch so das ein oder andere bei YouTube, also da sind Knallernachrichten dabei. Man hat vor allem immer so ein bisschen auch die rechten Tendenzen unterstützt. Also wenn es irgendwas Kritisches gab, was mit Ausländern zu tun hatte, da wurde es verlesen. In den Kopfnachrichten. Guten Tag, meine Damen und Herren. Schockierende Zahlen kommen aus Großbritannien. Was ist da passiert? In den von WikiLeaks enthüllten US-Botschaftsberichten aus London findet sich eine Studie aus 2009, nach der jeder dritte muslimische Student Mord und Totschlag zur Durchsetzung der Ziele des Islam in Europa für gerechtfertigt hält. Absolut, die muslimischen Studenten sind schuld, aber auch ausländische Obdachlose in Dänemark waren ein Thema. Dann damals Dick Cheney, Verschwörungstheorien aus Amerika auch gerne und auch rechte Wahlpropaganda. Hier damals ging es um Bürger in Wut, angeblich würden sie über 5% kommen. Niemals haben sie es in den Landtag geschafft, das als kleine Fun Facts. Und auch da muss man sagen, meine Lieblingsgeschichte war, 2012 sollte ja die Welt untergehen, aber es gab einen Ort, der sogar Parkplatzprobleme hatte. In Frankreich, da wären wir sicher gewesen. Das Dorf Bugarache in Südfrankreich soll der einzig sichere Ort beim Weltuntergang im Jahr 2012 sein. Jetzt schon mal das Parkplatz sichern. Das meldet die österreichische Zeitung Krone. Danach werde der knapp 200 Einwohner zählende Ort seit einiger Zeit von Esoterik-Anhängern regelrecht heimgesucht. Die Alien-Experten glauben, der Berg, an dessen Fuße das Dorf liegt, sei ein Parkhaus für UFOs, die 2012 ins All abheben und einige Menschen vom Weltuntergang retten sollen. Der Bürgermeister des Ortes fürchtet, mit den Menschenmassen nicht fertig zu werden und hat die Armee um Hilfe gebeten. Den größten Ansturm erwarte er für Dezember 2012, für den der mögliche Weltuntergang vorausgesagt wird. Laut Maya-Kalender verschwindet die menschliche Zivilisation dann für immer. Dann wünsche ich frohes Fest. Soweit die Kopfnachrichten. Wir wünschen allen Kopfzuschauern ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und dass man nicht so viel auf den Kopf fällt oder vielleicht auch mal einen Kopfstand macht, um schwanger zu werden. Ja, also es ist schon interessant, wie immer schon mit Verschwörungstheorien gespielt wurde. Und das kommt jetzt auf einen neuen Level. Und da frage ich mich eigentlich, was macht eigentlich Laura die ganze Zeit? Und die Haare sind so schön lang geworden. Ach, cool. Wow. Kurkuma und Gerstengras, daran liegt es. Sie hat wieder ein neues Produkt. Swipe up, aber leider ohne Code. Gerstengras, Kurkuma und einfach noch nicht mal mehr das Gesicht zeigen, sondern einfach nur sich die Haare kämmen. Sie hat doch vorher Pomelo und das Ganze gemacht. Ich dachte, da wären die Haare so geil gewesen. Aber es ist daran, es liegt an Kurkuma-Kapseln. Hey! Aus dem Kopfverlag. Wie geil ist das denn? Kosten auch nur 99 Euro. Es gibt leider keinen Swipe-Up-Code mehr bei den Kollegen. So sieht das Ganze aus. Wieder der Kopfverlag. Und wie ist eigentlich Gerstengras und Weizengras? Hilft das eigentlich wirklich? Ach, ich sehe gerade, die Ballaststoffe der Halme sind für den Menschen kaum verdaulich. In Saft und Pulver aber ohnehin fällt das weg. Ebenso wird gern unter den Teppich gekehrt, dass bei der Verbreitung von Gerstengras und Weizengraspulver viele der Nährstoffe verloren gehen und die täglich konsumierte Menge nur gering ist. Genauso wie die Tatsache, dass keine der behaupteten medizinischen Wirkungen wissenschaftlich bewiesen ist. Insgesamt sind die grünen Süßgräser also nett, aber nutzlos. Sie schmecken nicht einmal gut. Nett, aber nutzlos. Das ist doch das perfekte Produkt, um mit Laura Müller zu werben. Ja? Und Brokkoli, Grünkohl, Spinat und Mangold tun es übrigens auch. Und das ist irgendwie auch das Problem jetzt, ja? Liebe Laura. Da macht man sich ein bisschen zum Mittäter. Weil wenn man gar nicht mehr hinterfragt, was man bewirbt, hast du ja vorher auch nie gemacht. Und jetzt so ein bisschen, als die kleine Eva Braun daherkommt mit den langen Haaren, die bis zum Arsch gehen und dann noch jede Kacke aus irgendeinem Nazi-Fanshop vertreibt, ja, dann ist es halt ein bisschen schwer. Aber ich habe nichts anderes von euch erwartet, wollte aber mal dazu meinen Senf geben. Und jetzt freue ich mich wieder auf deinen Post, Lüger, Mobber, Hetzer und dass ich bald bei RTL weg bin. Aber übrigens, wer ist heute nicht mal bei RTL und nur noch geblurrt zu sehen? Ach ja, das bist ja du. Bis morgen!